an den 7-Meter-Punkt. Tritt für Grün-Weiß. Schwerin wieder Künzel und sie tritt an gegen Agnes Schwarz. Agnes Schwarz hält den Ball und an der Außenseite kann Stephanie Broschner den Ball auch noch fangen und so bleibt. Gibt es Ballbesitz für den Berliner TSC. Vivian Schwarz scheitert an der Latte und so ist Ballbesitz und die erneute Chance zur Führung für Grün-Weiß Schwerin. Wenn die Künstler übernimmt Verantwortung, wirft, wird aber gehalten, es gibt Freiwurf für Grün-Weiß Schwerin. Duderbank knapp am Tor vorbei. Und Loh mit dem Hüpfwurf von Manja Wolf entschärft. Wenn die Künze setzt sich da durch. Und der Pass und jetzt wird die. Ist er Ruhe! Sein angehalten. Jetzt gibt es einen neuen Meter, also Freiwurfentscheidung für Grün-Weiß Schwerin. Berlin ist nun wieder komplett auf dem Feld, aber Benny Künzel setzt sich durch und erzielt die Führung für Grün-Weiß Schwerin 20-19. Fatelo mit dem Wurf, erneut entschärft von Manja Wolf. Der Versuch des Kampo-Gegenstoß scheitert an Stephanie Rauscher, die den Ball fängt und dann setzt sie sich durch und erzielt das Tor Caroline Hout. 20-20. Schön am Außen rausgespielt und den versenkt sie. Vivi Bartlau zum 21-20. Zeitspiel jetzt angezeigt. Berlin muss abschließen und Vivi Schwarz tut das erfolgreich. 21-21. Meter Entscheidung für Grün-Weiß Schwerin.
Antje Thormann nun an die 7-Meter-Linie. Und sie versucht sich an Agnes Schwarz. Und sie versenkt sich ja zum 22-21 für Grünwald Schwerin. Auch in den Kreis gedreht, denn das Tor zählt nicht. Und nun wieder Angriff Grün-Weiß-Marin und die Möglichkeit, erstmalig mit zwei Toren davon zu ziehen. Marie Kieschner versenkt den Ball zum 23-21 für Grün-Weiß-Marin. Gute Abwehrarbeit da von den Schwerinerinnen und der Versuch des Tempo-Gegenstoß wieder auf Kieschner, abgefangen von Lohm. Nun der schnelle Angriff und Schrittfehler gepfiffen gegen Fatih Lohm. Und sofort der Angriff, beide Pass nach vorne auf Badlau und Agnes Schwarz kann den Ball entschärfen. Es bleibt beim 23-21 in der Reifermann-Sporthalle. Wieder mit einem intuitiven Abfanger da, aber zurückgepfiffen, es gibt Freiburg für die Berlinerinnen. Und Schwarz ist wieder erfolgreich für die Berliner TSC, der Anschlusstreffer 23-22. Wenk abgefälscht, der Ball kommt nicht an, der Nachwurf und es gibt 7 Meter. Anna war gut reagiert, holt sich den 7 Meter, nachdem der Wurf vom Wenk erst abgefälscht und dann gehalten war. Und Anna versenkt zum 24-22. Der Ball war abgefälscht und das war eine leichte Beute für Manja Wolf. Und da wird sie Kieschner gehalten und es gibt 2 Minuten gegen Caroline Hoth.